Hallo Leute, willkommen zurück. Ja, also wie versprochen, habe ich mich jetzt erstmal um diese Gregtech-Angelegenheit gekümmert. Das ist Punkt Nummer 1, das werden wir uns gleich mal angucken. Da haben wir auch gleich noch was zu machen. Ich glaube, ich werde mir auch gleich noch ein Gerätchen bauen hier unten, aber gut, das machen wir. Boah, mal diese Höhlenzombies, die gehen mir so auf den Kranz, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, und zwar brauchen wir mal ein wenig Bauxit. Ah, hier haben wir schon Bauxit, das ist sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür Zellen brauchen, aber das kriegen wir gleich raus. Sieht mir fast so aus. Was hier? Spessarit. Eigentlich kann ich das doch gleich hier mit dem Usage machen, ist doch viel einfacher, anstatt jetzt hier Ewigkeiten rumzukleckern. Ja, ist mir klar. Okay, also wir brauchen Zellen. Gut. Sollte ja kein Problem darstellen. Klack und los geht das. Und der wird uns jetzt erstmal eine ganze Menge verarbeiten. Da werden wir auch viel von brauchen. Da wir einiges an Titan brauchen, werden wir uns den Spaß gleich mal angucken. Wir kriegen ja hier immer nur 2 Tiny Piles of Titanium Dust raus. Aber um nebenbei gleich noch was machen zu können, hätte ich gerne... ungünstig. Einen Rotary Macerator. Dafür brauchen wir einen normalen Macerator. Was ja nicht so schwer sein sollte. Achso, ja, die Rezepte sind fake. Okay. Flint, Maschinenblock, Diamanten. Oh. Das geht ja alles noch. Warum gibt es jetzt eigentlich so viele Rezepte dafür? Das verstehe ich bis heute nicht. Also auch hier mit den Schaltkreisen. Kann ich also 3 normale Schaltkreise oder... Aber... Gut, haben wir jetzt gerade nicht. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Haha. Oh, Pattern sind ja teuer. Gut, und was kostet der Pattern Encoder? Oh, das geht. Habe ich zufällig noch eine davon? Nein. Recipe. Okay. Irgendwie kommt es mir so vor, als wenn mir Sachen fehlen. Kann es sein, dass oben noch was ist? Schauen wir mal erstmal nach. Upp. Ich hier zu früh anfange, ich meine im Endeffekt, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man sich so einen Klotz dahin stellt, den auch zu benutzen. So ein bisschen zumindest. Basic. So. So und. So? Ja. Gott. Ist ja dann schon mal simpel. Okay, und dann brauchen wir das. Okay. Dafür brauche ich noch ein wenig Holz. Holz, 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 Holz. Ja, alles kein Problem. Haben wir alles da. So. Klack. Klack. Ich weiß gar nicht, war das jetzt so? Nö, natürlich nicht. Ah. War klar. So. Okay, dann haben wir einen Pattern Encoder und dann brauchen wir noch so ein Empty Pattern Ding hier. Genau, ein bisschen Glowstone Dust. Bisschen Glas. Ein Quarzkristall und 3 Eisen, okay. Also wie ihr seht, die sind richtig, richtig teuer, die Sachen. Und davon hätte ich eigentlich gern mehr. Ich weiß noch nicht, ob man es... Also 3 Stück mindestens, genau. So, na dann, gleich wieder ab nach unten. Schalala, lalalala. Ach ja. Was für ein schönes, beruhigendes Lied. So, also, dieser Pattern Encoder hier, damit es auch wieder gleich alle erklärt wissen, da kann man jetzt hier leere Pattern reinlegen. Eigentlich kann man da leere Pattern reinlegen und kann dem dann sagen, was er machen soll. So, und als aller...
gut, ja. Also davon werden wir noch eine ganze Menge brauchen, aber gut. Fangen wir mal an. Wir brauchen als allererstes mal Rubber Bars. 6 Stück und Kupfer. So. Wenn man jetzt hier das Rezept reintut, weiß er, wie man Kupferkabel herstellt. Dann schmeißt man sich hier ein Pattern rein, drückt auf Encode und hat dann das Pattern mit dem Kupferkabel. So. So. Dann schmeißen wir das hier rein. Man kann jetzt mit Shift-Klick gucken, was es ist. Wenn man loslässt, ist ganz normal. Wir haben hier 4 Seiten erstmal drin. Sollte mehr als genügen. So. Dann können wir jetzt hier, sehen wir hier, Kupferkabel. Okay, nehmen wir die letzten 8 Stück mal raus und dann können wir es hier craften. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal, keine Ahnung, 16 Stück anfordern. Und plopp, habe ich es. Super, oder? Also ich finde das total genial. Und 18 ist klar, weil er kann immer nur 6 Stück auf einmal machen. Zumindest weiß er das andere Rezept nicht. Dementsprechend muss er sich halt daran halten. So. Dann brauchen wir mal ein Refined Iron. Etwas Redstone. Und die Kabel haben wir auch. Und die falsche Taste haben wir auch gedrückt. Also das mit den Tasten immer noch nicht so hinhaut, wie es soll. Das ist echt ein Wunder. So. Klack und klack. So, und dann haben wir hier nämlich den Chip. Den können wir uns dann auch noch herstellen lassen. Encode. Und der kommt dazu. So, jetzt können wir auch schon Chips herstellen. Wunderbar. So sollte das sein. Also man kann jetzt natürlich da alle möglichen Rezepte einpflegen und viele werden wir auch noch einpflegen müssen. Aber jetzt für den Anfang ist es erstmal ganz nett. So, dann nochmal Rotary Macerator. Und das hier, ein normaler Macerator. Flint, Dia und ein erweiterter Chip. Oder okay, dann will er gleich einen Grinder haben. Ja, dann nehmen wir lieber das mit dem erweiterten Chip. So, das heißt, wir brauchen einen einen Maschinenblock. Klack. Wir brauchen ein paar Diamanten. Wo wir ja total zu wenig von haben. Wir bräuchten ein bisschen Flint. 4 Stück. Ein Circuit. Und mit dem muss ich jetzt gleich hochrennen, sehe ich gerade, weil ich wahrscheinlich kein Glowstone mehr hier drin habe. Ja, aber klar. So, du arbeitest noch. Boah. Ach, der kriegt nicht genug Strom, verdammt. Dann fängt er natürlich immer wieder von vorne an. Das ist ärgerlich. Ich kann jetzt auch nicht einfach so abbauen. Ich müsste ihn quasi hier zwischenklemmen, damit er direkt von der MFE. Ah, okay. So. Was kostet mich denn ein Electric Wrench? Stahl, Circuit und Batterie, okay. Ich glaube allerdings, ich habe bis jetzt. Doch, habe ich. Mal gucken, ob das mit den Platten für Stahl hier auch genauso geht. Yep. Komm her. Klack. Gut. Also man könnte jetzt auch natürlich die Rezepte für Batterien und so alles mit einpflegen, aber das wäre jetzt erstmal nicht notwendig. Ich würde sagen, man pflegt einfach die Rezepte ein, wenn man jetzt wirklich größere Mengen herstellen möchte. Das macht es dann einfach wesentlich einfacher. So. Batterie. Und ein Circuit. Klack. Klack und so. Und da haben wir noch schon. Oh. Oho.
Oho, oho, oho. Okay, dich sollten wir mal kurz deaktivieren hier. Oh mein Gott. Der frisst ja gerade richtig Strom. Okay, so. Mal kurz gucken, ob ich hier den Modus irgendwie ändern kann. Looseless Wrench, sehr schön. So, und klick. Und... ...128, gut, also können wir hier hinstellen. Dann versuchen wir es mal nochmal. Ja, Insufficient Energy Line sagt er mir jetzt schon mal nicht mehr an. Jetzt wird es nur noch einfach ein bisschen dauern. Und wie lange genau, können wir nachgucken. 100 Sekunden für einmal. Das heißt, es wird eine ganze Ende dauern und ein ganzes Ende. Und der hier wird richtig saugen noch. Also da werden wir noch viel, viel Spaß mit der Energie haben. Ich denke, ich werde auch bald mal aufstocken müssen. Weil bis jetzt war es alles kein Problem. Aber jetzt ab diesem Zeitpunkt hier läuft mir die MFE leer. Ein Traum. Also Gregtech-Maschinen machen immer Spaß. Das ist immer eine sehr lustige Sache. Und der Witz ist, wenn jetzt die Energie alle ist, bevor er fertig ist, dann hört er wieder auf zu arbeiten. Na. Gut. Dann haben wir schon mal wieder immerhin ein Werkzeug leer, ne? Ist ja auch eine schöne Sache. Gut, aber wir waren stehen geblieben bei einem Rotary Macerator. Das heißt, wir brauchen jetzt immer noch hier so. 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 Und den Schaltkreis wollte ich oben bearbeiten, schnell. Es ist zwar dunkel draußen und ich werde wahrscheinlich gleich richtig Spaß haben, aber damit muss man halt leben. So. Kann man auch schnell ins Bett gehen. Los, schlafen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Glowstone. Redstone und Chip und noch ein bisschen Lapis Lazuli. Ach ja, ich find's lustig, dass jetzt endlich mal so ein bisschen Technik hier mit Einzug hält. So, denke ich, kann das hier alles mal ins System. Hier und das und das, das erstmal auch. Dieses und den Wrench behalte ich, den Bow behalte ich auch, das Silikon, dieses. Ich weiß, ich könnte auch die Ender Pouch nehmen, aber warum sollte ich? So, und ihr kommt jetzt hier hoch, Wrench und Wrench, so. Klack, 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 klack. Gut, dann war das nämlich auch mal los. Okay, dann bauen wir mal unseren Macerator. Und dann müssen wir gleich den Kompressor wahrscheinlich auch noch eine Runde quälen, weil wir ja noch einen erweiterten Maschinenblock brauchen. So. Klick. Ein Macerator. Ja, ja, komm. Hier. Okay. Und den. Wollen wir nur mit Eisen und... Oh, komm. Und einem erweiterten Maschinen, ja. Gut, dann einmal Kohle pressen gehen, bitte. Obwohl, das müsste eigentlich... War das so? Ja. Raw Carbon Fiber. Ach ne, hahaha. So. So, dann press mal. Und wir brauchen noch ein bisschen Advanced Alloy. Das heißt... Haben wir noch Plates? Nein, natürlich nicht. Also brauchen wir Refined Iron Plate. 8 Stück. Tin. Oh, Tin. Und. Gut. Immer diese ganze Arbeit, ey. Gregtech ist echt. So, hat er hier schon einmal durchgehauen inzwischen? Nein! Der kommt damit echt nicht klar. Und wahrscheinlich ist er, der ist tot. Super.
Also wir brauchen definitiv mehr Energie. Da kommen wir nicht drum rum. So, Zinnplatten. Refined Iron wird auch fertig gemacht. Oh Gott, das wird so übel hier noch. Aber gut, viel Energie haben wir halt für IC auch noch nicht. Das heißt, ich werde jetzt hier dann gleich anfangen müssen und werde nochmal eine Runde mehr von diesen netten Thermalgeneratoren bauen, weil für ein Atomkraftwerk haben wir ein bisschen zu wenig Ausstattung, definitiv. So, aber bist du jetzt schon fertig? Ah, fast. Und du bist aber durch, oder? Ja. Sehr gut. Na, noch zwei und ja, perfekt. So, mal gucken, ob ich es jetzt auf Anhieb hinkriege. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht. Ah ja, immerhin. Ach ja, okay, das Hin- und Hergerennen ist echt nervig. Vor allem, weil ich ja im Grunde auch meine Fernbedienung nutzen könnte, aber zum Craften ist es halt einfach doof. Müssen wir uns definitiv noch eine kürzere Variante einfallen lassen. Und ich habe vor allem noch Advanced Alloy da. Egal. Braucht man immer wieder. Oh. Sicherheit Refined Iron, oder? Ja, natürlich. So. Und damit haben wir unseren Road Remacerator. Den ich jetzt erstmal noch nicht mal anschalten kann. Weil der einfach nicht genug Strom kriegen wird dafür. Boah, das ist so ärgerlich hier. Dass er das hier so mit Problemen behaftet hat. Okay. Dann bauen wir den nochmal ab. Da werden wir wohl nochmal eine andere Energiequelle für finden müssen. Verdammt. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Aber gut. Man kann ja im Grunde nur daraus lernen. So. Die Farm müssen wir auch noch umbauen. Ach, wir haben nur so viel zu tun. Da muss was Ordentliches hin. Vielleicht auch mal eine größere Farm oder so ein paar mehr Blöcke herstellen. Oder? Nein. So. Lad den mal komplett auf. Ja, reicht. So, okay. Und jetzt geht's, oder? Ja, na klar. Gut, dann wird der wohl erstmal noch im System verschwinden. Ah, ne, wir hatten ja hier so eine Maschinenkiste, oder ja. Verschwindet ihr erstmal noch hier, da müssen wir uns dann definitiv was einfallen lassen und ich brauche das auf jeden Fall für Titan. Das heißt, ich werde wohl oder übel jetzt in der nächsten Folge nochmal ran müssen und ordentlich Nachschub für Strom holen. Ich denke mal, das werden wir dann einfach direkt darunter das Kabel verlegen. Ja, doch, das. Und dann vielleicht auch mal ein ordentliches Kabel nehmen, wäre natürlich auch mal eine Maßnahme. Ha! Ja, okay, das ist jetzt nicht so viel, wie ich bräuchte, aber zumindest können wir die vier hier vorne tauschen. Klick, 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 klick. So. Gut, und dann werden die Kabel hier drunter verlegt, dann kommen hier noch ein paar mehr Geräte hin. Ich würde sagen, bis hier vorne. Und dann sollte das auch funktionieren mit der Energie. Und der Rotary würde theoretisch funktionieren. Da haben wir dann auch wieder eine schnellere Variante. Und da brauchen wir noch einen vernünftigen Induction Furnace. Und dann sieht es hier schon wieder wesentlich angenehmer aus. Würde ich mal behaupten, so spontan. Gut. Aber für die heutige Folge werde ich euch auch schon wieder verlassen. Noch viel zu tun. Und zwar muss ich es noch schnell hochladen hier. Ansonsten seid ihr wieder alle sauer. Nein, Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns definitiv in der nächsten Folge dann mit ein bisschen mehr Energieausbau hier in unserem langsam technischer werdenden Keller. Yay! Also, bis dann, ciao!